Fiedler's Atelier, Fiedler's Atelier, Fiedler's Atelier, Fiedler's Atelier, Fiedler's Atelier, Fiedler's Atelier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiedlers Atelier. Heute möchte ich mal kein Tutorial machen und das Thema Hände finde ich gerade auch ist ein bisschen ausgelutscht. Ich möchte euch jetzt mal ein bisschen etwas zum aktuellen Stand von diesem Bild hier erzählen. Also ich muss ja schon sagen, so ein Bild zu malen ist extrem wartungsintensiv und auch sehr anstrengend, weil man halt immer wieder neue Sachen entdeckt, die eben noch nicht so perfekt sind. Man muss ständig hier sich in die Ecken begeben. Aber ich muss sagen, gerade deshalb macht mir das immer mehr Spaß. Und während ich dabei arbeite, merke ich auch, dass diese ganze Idee noch lange nicht ausgelutscht ist. Da gibt es ganz viele Sachen, die ich da noch machen könnte. Zum Beispiel könnte ich mal versuchen, ein Papier zu nehmen, was ich so wellenförmig mache. Also ich könnte so ganz viele Wellen von Papieren so aufkleben und aus diesem zackigen Ding mal rauskommen und eher bisschen runde Formen machen. Außerdem, ich finde das ja auch so spannend, es ist im Prinzip eine Papierskulptur und hat eigentlich mit Malerei gar nicht so viel zu tun. Aber wenn man dann den Hintergrund macht, das ist dann ganz klar wieder Malerei. Das würde dann eher so wie so ein Bild werden. Und ich bin dann überlegen, was ich dem für einen Hintergrund geben sollte. Also ich hatte ja zunächst mal gedacht, dass ich dem wieder so einen ganz dunklen Hintergrund gebe. Aber dann hat mich jemand auf eine andere Idee gebracht. Vielleicht könnte ich ja mal so ein ganz helles Rosa machen. So rosa Fliederfarben. Was meint ihr? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, weil es ist wirklich so. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich irgendwie so einen Masterplan habe und alles so genau von vorne weiß. Es ist bei mir immer so, dass ich mich eigentlich auch immer gerne von anderen Leuten auf neue Ideen bringen lasse. Deshalb höre ich ja auch so gerne Musik beim Malen, weil die Musik ja auch wieder ein Einfluss von einem anderen Menschen ist, der mich wieder zu was Neuem inspiriert. Also, was meint ihr? Was sollte da für ein Hintergrund hin? Sollte das eher was Helles sein? Was Dunkles? Sollte es eher so ins Rosane gehen? Rötlich? Geil. Ja, und überhaupt, was meint ihr so überhaupt so zu diesen zackigen Strukturen? Also, genau, das wäre ja auch noch eine Idee. Was ich nämlich immer so cool finde, wenn ich daran male, ist der Schatten, der da geworfen wird auf das weiße, auf die weiße Leinwand. Und da liegt ja schon dann der Gedanke nahe, vielleicht sollte ich es einfach weiß lassen. Meint ihr, das ist zu langweilig? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich euch hier auch nochmal was dazu erzählen. Dieses Bild, das hatte ich ja auch schon in meinem Zimmer aufgehängt und es erschien mir fertig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, je länger ich das betrachtet habe, desto weniger hat es mir gefallen, weil es sieht ein bisschen
zu chaotisch aus, finde ich. Das sieht irgendwie fast aus wie so ein Müllhaufen. Einfach irgendwelche Metallschrott, der hier so zusammen gefriemelt ist. Was meint ihr? Bin ich da wieder mal ein bisschen zu... Bin ich vielleicht zu hart zu mir selbst? Oder was meint ihr? Ich finde, es sieht irgendwie... Also... Irgendwas gefällt mir an dem Bild nicht mehr so gut. Versteht ihr, was ich meine? Also... Ich weiß nicht. Das ist dann immer so, dann vertraue ich mir selbst nicht in meiner Wahrnehmung, weil manchmal gefallen mir Bilder total gut und dann lasse ich sie eine Weile an meiner Wand hängen und dann finde ich sie wieder scheiße. Und dann denke ich mir, da muss ich noch was dran machen. Und deswegen steht es jetzt hier im Atelier, weil wenn ich mit dem Bild hier fertig bin, glaube ich, muss ich mich an das hier mal wieder dran setzen. Also, kurz gesagt... Es ist manchmal schon sehr schwierig, so seine Linie zu finden. Genauso ist es übrigens auch mit diesen Bildern, diese Klimt-mäßigen Bilder. Also ich hatte ja mal eine Phase, wo ich den Gustav Klimt total klasse fand. Das hier zum Beispiel auch, das ist so eigentlich ein Klimt-Rip-Off, könnte man fast sagen. Und das hier auch, die beiden sind auch aus dieser Zeit. Und mittlerweile, wenn ich mir das so angucke, finde ich mich überhaupt nicht mehr wieder. Also, ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat. Warum habe ich sowas gemalt eigentlich? Was hat mir daran gefallen? Ich finde die Bilder jetzt zwar nicht schlecht oder so, aber sie gefallen mir einfach nicht mehr so gut. Die würde ich am liebsten... Vielleicht sollte ich die mal einfach abhängen. Oder was meint ihr? Also, bin ich da in meiner Wahrnehmung völlig subjektiv und habe einfach... Also, fehlt mir sozusagen meine eigene... geschmacklicher Kompass. Dagegen das hier, das finde ich richtig geil. Also das ist eines der Bilder, das habe ich vor, ich glaube, 3 Jahren gemalt und ich finde es immer noch genauso geil wie früher, vielleicht sogar noch besser. Also das ist wirklich, wirklich gelungen. Genauso auch bei dem Bild hier. Das habe ich vor, das ist sogar noch älter. Ich glaube, das war 2017 oder so 2018 habe ich das gemalt und das ist immer noch so ein Bild, wo ich wirklich voll und ganz dahinter stehe, was ich richtig, richtig geil finde. Ja, und dann mittlerweile, ich meine, es ist ja gar nicht mehr so lange her, also ich hatte ja diese kleinen Witzbilder, hatte ich ganz viele gemalt, wegen der Ausstellung im Trashland und da wollte ich mich halt so ein bisschen auch... Ich wollte mich praktisch auch ein bisschen an dieses Trashland-Konzept anpassen von der Galerie und habe dann halt einfach so lustige kleine Monster gemalt, so wie ich halt auch manchmal selber einfach so, ja, so einfach irgendwelche Monster male. Aber die Frage ist halt, ist das wirklich künstlerisch interessant? Bringt mich das weiter? Oder worum geht es überhaupt bei Malerei? Geht es darum, dass es einen irgendwo hinführt? Dass es einen weiterbringt? Irgendwie schon, oder? Und ich glaube, das bringt mich weiter, weil da struggle ich, da habe ich wirklich eine Herausforderung, aber ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie meine Art, Farben miteinander zu verbinden, dass das irgendwie so diese kompositorischen Fähigkeiten schult. Und außerdem mag ich das, also eigentlich... Was ich an diesen Bildern interessant finde, ist einerseits dieser skulpturale Aspekt, aber vor allen Dingen auch, es geht irgendwie schon vor allen Dingen darum, einfach nur Farben und Formen miteinander zu verbinden. Also eckige oder runde Formen und überhaupt, welche Farben wähle ich hier aus? Also ich habe hier vor allen Dingen dieses Türkisblau, Grün, Zitronengelb, Ockerfarben ist da drin, Himmelblau, ja, und das versuche ich irgendwie so zu arrangieren, dass es alles zusammenpasst. Also insofern, ja schon, also diese Bilder, die bringen mich am meisten weiter. Wir hören übrigens gerade mal wieder FX Twin, Selected Ambient Works, schicke ich euch. Schreibe ich euch unten rein den Link. Ja, und schreibt mir doch gerne mal,
was ihr das nächste Mal sehen wollt. Ich habe jetzt mal wieder so ein ganz klassisches Atelier-Video gemacht, wo ich einfach nur über meine Bilder erzähle. Aber wenn ich euch irgendwas erklären soll, zum Beispiel, ich könnte mal ein Video über Landschaftsmalerei machen, über Fluchtpunkt, über Gesichter, über menschliche Körper, über was auch immer, schreibt es mir in die Kommentare. Und dann richte ich mich im nächsten Video danach, was ihr so interessant findet. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in ein paar Tagen oder vielleicht sogar morgen oder wer weiß wann auch immer zu einer neuen Folge von Fiedlers Atelier, Atelier, Fiedlers Atelier. Fiedlers Atelier.